Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Ich habe jetzt Donny ausgelockt, weil es scheint sich von allein irgendwie geregelt zu haben. Und wir sind im letzten Part hier mit Bruder Pike an der Seemannsritze, wie ich es liebevoll nenne, angekommen. Och, mein kleiner Fuchs. Und wir haben seinen Bruder gefunden, der in, ich sag mal, keinem guten Zustand ist. Vielleicht ist auch das sein Bruder. Nein, das ist sein Bruder. Oh gut, der sieht auch scheiße aus. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre er hier, aber er sieht auch scheiße aus. Das ist einfach nur ein erschöpfter Arbeiter, durch den man ein Schild gebaut hat. Das ist Bruder Anderson. Okay, und dann gucken wir mal, was Talia noch möchte. Endlich passiert mal was. Was Ernter außer Kontrolle. Seht ihr die Golems da unten? Die Bauern setzen ihre scharfen Greifen ein, um die Ernte einzuholen. Aber diese sind modifiziert und fällen Bäume. Die brauchen sie hier doch gar nicht, wenn sie so viele Arbeiter haben, oder? Ich glaube, eher die Miliz nutzt sie, um die eigenen Leute einzuschüchtern. Versucht, eine intakte Triebfeder von einem zu bekommen. Ich habe einige von ihnen in Boralus repariert. Ich sollte herausfinden können, wer an ihrer Mechanik herumfuscht. Beschafft eine nasse Triebfeder. Haltet den Kurs. Haltet den Kurs, jemand. Und wir sehen, auch hier dauert es wieder ewig, ne? Was da los? Was ist da los? Ich habe den Quest angenommen. Los? Oh, ich springe und es geht nicht. Oh je. Ich ahne Schreckliches. Wahrscheinlich fliegen wir gleich. Düdelü. Habe ich denn noch Internet? Ich muss mal eben mein Handy in die Hand nehmen. Nicht, dass unser Internet an sich weg ist, aber das glaube ich nicht. Mal gucken. Nee, Internet läuft noch. Also am Internet liegt es schon mal nicht. Da hinten fährt auch noch einer lang. Trotzdem kann ich nicht springen. Was ist da los? Jetzt kann ich wieder springen. Yay! Jetzt muss ja nur noch der Quest angenommen werden. Gemeinsam können wir Kul Tiras vereinen. Alter, Leg was ist wohl. Denn hier los? Egal, wir kümmern uns einfach drum. Das wird sich schon fangen irgendwie. Jetzt läuft's. Zettels Bauholzwerk. Oh, wir sollen den ja aus... Upsala. Hoppala. Okay, die sehen auch wirklich ein bisschen fies aus, muss man sagen. Sammeln wir erstmal eine nasse Triebfeder. Wow, was geht denn hier? Kick mich jemand nicht 3 Kilometer weit. Oh, neu verkabelter Ernter. Der sieht ja mal echt fies aus. Mit dem willst du dich nicht unbedingt anlegen. Wuhu! Oh, wir haben noch einen angelockt. Scheiße. Was ist denn da los? Eieieiei. Oh, da hinten laufen Füchse rum. Wir müssen aufpassen. Keine Füchse umbringen. Zumindest nicht on purpose. Der eine wollte es ja nicht anders. Der ist ja so lange hinter uns hergerannt, bis da nichts mehr ging. Oh. Gleich fliegen wir wahrscheinlich wieder. Was ist das drauf da? So, mal sehen, ob wir so eine Feder irgendwo bekommen. Keine Feder. Keine Feder. Bis jetzt noch keine Feder. Oh. Okay. Hilft nichts. Wir müssen auch die Vollstrecker umbringen. Sonst kommen wir nicht an die Arbeiter ran. Alter, der hat aber einen ordentlichen Schlag drauf, wenn der Boden aufsplittert hier. Oh, was haben wir denn da? Noch einer. Vielleicht haben die aber auch diese Proklamation dabei. Nö. Die vielleicht? Hübsche Hose. So, wir geritten und geritten. Immer feste drauf. Immer feste drauf. Düdü, düdü. Na komm, einmal noch, jawoll. Okay. Jetzt gebe ich dir hier erstmal so eine Fiole. Aber alles einfacher. Hier, trink erstmal ein bisschen was, dass du dich ein bisschen erholst. Einer von 8. Ach du meine Güte. Da sind wir noch ein bisschen unterwegs. So, warte, da ist der zweite. Ihr seid nicht von hier, oder? Hier, ich habe noch mehr. Hier. Gönn die mal. Hier irgendwelche Proklamationen drin? Ja, aber hier ist so ein Ding, das editiert wurde. Oh, jetzt haben wir das Geld bekommen. Ihr seid nicht von hier, oder?
Es dauert hier alles ein bisschen länger heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Bitteschön. Irgendwelche Proklamationen hier am Rumliegen? Nein? Na gut, da ist eine. Zugang verweigert. Holy shit! Kommst du denn her? Ich dachte, diese Proklamationen sind für die Leute, damit sie die lesen. Oh, scheiße. Oh nein, wie komme ich jetzt da wieder raus? Dann kommt da so ein Roboter an und meinen Zugang verweigert. Das ist ja nett. Was stimmt denn nicht mit dir? Jetzt bist du in den Steg reingewackelt. Nice. Super Idee. Ich hoffe, von dir kriege ich jetzt auch das nasse Teil, weil immerhin bist du jetzt schon im Wasser. Ich würde das als nass bezeichnen. Muss ich jetzt mal sagen. Registriere Leck. Jo. Und tschüss. Registriere Leck. So, eine von drei. See. Oh. Heute erleben wir den Anbruch einer neuen Ära für uns alle. Haus Sturmsang muss die Kontrolle über dieses gespaltene Land übernehmen und ihm zu altem Ruhm verhelfen. Helfende Hände sind immer willkommen. Hallo? Voll am Abzählen hier. Voll am Abzählen. Oh, dann kommt hier noch ein Aufseher. Jetzt geht's hier aber richtig Clusterfuck. Na gut, dann muss ich euch halt beide verprügeln. Das hilft dann ja nix. Das hilft dann ja nix. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Wie der abgeht. Ich hau dir auf die Fresse. Ich hau dir eine rein. Oh! Erst den Dicken. Was ist denn hier los? Strukturelle Integrität 0%. Ja. Das war ja auch mein Plan, ey. Ich habe so lange auf dich eingeprügelt, bis du kaputt warst. Verrückt, Mann. So, bitte. Ja, damit haben wir diese nasse Triebwerksfeder. Jetzt werden wir dich noch mit so einem Getränk versorgen. Damit wäre das auch durch. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Proklamationen lesen. Hier ist nur eine. Nie wieder werden wir unsere Felder bestellen und Schiffe bauen für die Elite von Boralus, die uns nicht einmal dankt. Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Kul Tiras wird für immer dem Volk gehören. Okay, er scheint ein bisschen verbittert. So. Mit der Macht des Meeres von Grayskull. Achso. Uns die Gezeitenweisen zum Sieg führen. Gemeinsam werden wir in die Fluten zurückkehren. Gemeinsam werden wir wieder mächtig sein. Ich sorge dafür, dass ihr anständig bestattet werdet. Ja, du hast ihn immerhin schon mal von diesem Haken runtergeholt. Ich schnack jetzt erstmal mit ihr hier. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Hatte die Erfolg? Die Triebfedern sind normalerweise spröder und gehen schneller kaputt. Perfekt. Lass mich mal einen genaueren Blick darauf werfen. Dient ehrenhaft. Dient ehrenhaft. So, Bruder Pike. Benötigt ihr mich? Du, ich sitze eigentlich gerade auf meinem Fuchs. Merkst du auch nichts von, ne? Ja, ich auch nicht. Unnötige Härten. Wir haben hier viel harte Arbeit vor uns. Aber sie darf kein Menschenleben kosten. Das sehe ich ganz genauso. Guck mal hier. Guck mal hier, das ist gut. Die nehmen wir. Schreckens irgendwas. Ach, guck mal. Unabhängigkeit? Das geht zu weit. Ein geteiltes Kul Tiras ist schwach und angreifbar. Moment, ich muss eben kurz dieses Ding anziehen. Das war jetzt das hier, ne? Ja, anziehen. Was ist das? Spielcharakter verwendet, die den Beruf Schneiderei ausüben. Ja, ne, läuft bei mir nicht. Was ist das? Wird beim Anlegen gebunden. Einzigartig. Ja, ne, lass mal stärken, du. Ich fühl mich auch so schon sehr einzigartig, muss ich sagen. Hier, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Gut. Dann machen wir das zu. Verloren, aber nicht vergessen. Ich weiß... Oh, was zur Hölle hast du denn für ein Ding hier? Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Es glänzt an den Flügeln. Krass. Grüße gehen raus an dich. Cooles Mount, aber bisschen groß, ne? Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn von meinen Leuten Besitz ergriffen hat, aber wir müssen dem Irrsinn gemeinsam ein Ende bereiten. Nehmt diese Glocke.
Sie ruft die Seelen der kürzlich Verstorbenen und kann sie später wieder freigeben. Wir in Sturmsang begraben unsere Toten nicht. Die Gezeiten holen sich alles. Wenn sie nicht auf die Vernunft hören wollen, dann müssen wir ihnen den ewigen Frieden schenken. So oder so, sie gehören immer noch zu Sturmsang. Sammelt 12 Seelen mit der Totenglocke ein. Das klingt nicht schön. Mittel zum Zweck. Vor lauter Eile habe ich ganz vergessen, mein rituelles Werkzeug mitzubringen. Wir Gezeitenweisen steigern damit unsere Macht, wisst ihr? Ehrlich gesagt hatte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass ich es auf einer eigentlich friedlichen Reise brauchen könnte. Anderson wird sein Werkzeug auch nicht dabei haben. Ich bin mir sicher, dass ihm die Miliz, die ihm aus seinem Haus abgeführt hat, keine Chance gelassen hat, zu reagieren. Sein Werkzeug sollte also noch irgendwo auf dem Werftgelände sein. Wir müssen es finden, sonst werde ich euch keine große Hilfe sein. Holt euch Bruder Andersons Gezeiten Chris, sein abgründiges Leuchtfeuer und einen Mantel des Wellenrufers. Fürchtet nicht den Fluss der Gezeiten. Lasst uns diese Aufgabe hinter uns bringen. Machen wir. Steht dir im Weg? Oh. Alter, irgendwas mit den Servern ist doch heute nicht in Ordnung, oder? Soll das so sein? Achso, er läuft mit. Okay. Also, okay. Telia? Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Schwester Ava, Bruder Andersons verräterische Mörderin. Diese Triebfeder wurde nicht von einem Ingenieur angepasst. Die Runen auf der Oberfläche können nur von einem Gezeitenweisen stammen. Ihre Meeresmagie ist unverwechselbar. Ich wette, dass derjenige, der dies getan hat, auch für den Tod von Anderson verantwortlich ist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er ist bestimmt noch in der Nähe. Haltet die Augen offen, dann werdet ihr denjenigen oder diejenige schon finden. Zieht Schwester Ava zur Rechenschaft. Oh, neue Klamotten. Haltet den Kurs. Haltet den Kurs. Wir treffen uns am Ufer. Jo. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, hier ist noch viel zu tun. Also wir haben noch ein ganz volles Gebiet vor uns, Leute. Seelen geborgen, Gezeitenkreis, Mantel des Wellenrufers. Und wo ist Schwester Ava? Sehen wir dann. Wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung. Da gibt es auch noch eine Quest. Diese Arbeiter, sie stehen unter dem Einfluss der Gezeitenweisen. Wir müssen ihnen helfen. Ich arbeite dran. Samuel William, Reparaturen. Mein Herz schlägt für das Tal. Der Arbeiter ist durch Magie gebunden und kann nur mit großer Mühe sprechen. Helft uns! Er hebt quälend langsam einen Finger und deutet auf den Anker in der Nähe. Bitte! Befreit Samuel William. Passt auf euch auf da draußen. Den Gezeiten sei Dank. Es sind nicht alle verrückt geworden. Das halbe Haus hat den Verstand verloren. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Habt ihr irgendwelche Vorräte übrig? Ich will ja fragen nur von einem Freund, weil dann kann ich mal eben meinen Schrott verkaufen. Ich find's gut, wie keine Verkaufsgeräusche kommen, weil der Server wieder mal so im Arsch ist. Und alles reparieren. So. Läuft da noch was? William, ich frage für einen Freund. Ich halte euch den Druck. Ach, irgendwann wird schon passieren. Zwangsarbeit. Zumindest haben sie nicht alle Gezeitenweisen gegen uns gewendet. Quest beenden. Gebunden und unterdrückt. Wir hatten unseren Auftrag Schiffe und zwar eine Menge. Ich habe meine Jungs nach bestem Wissen angeführt. Als diese Gezeitenweisen dann auftauchten, hat sich alles geändert. Wir dachten, dass sie nur unsere Fortschritte beobachten, aber diese Bastarde haben uns angegriffen. Diese Anker halten uns hier fest und zwingen uns dazu, bis zum Umfallen zu arbeiten. Niemand hat so ein Schicksal verdient. Ihr müsst meine Jungs retten. Zerstört 8 Anker der Bindung. Begebt euch zum Ufer auf der anderen Seite der Werft. Findet eine junge Prachtmeerkadettin. Talia. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Jo, da hast Bock drauf, ne? Geht los. So, wie geht das? Seelen gebunden. Wie geht denn das? Sammelt 12 Seelen in den Totenglocken. Alles klar. Sind das hier die Toten? Muss ich hier so was tun? Nö. Flieht, ihr Narren!
Flieht, ihr Narren! Unsere Herren unter dem Meer wird uns zum Haus Sturmsang wird dieses Land regieren! Oh, ich habe schon mal die Schwester Ava gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Kümmern wir uns erstmal um diese nette Person. Schwester Ava, ich finde das nicht nett, dass du mich hier mit Wasser volldödelst, ja? Das ist nicht in Ordnung. Kniet nieder vor eurer Königin. Niemals knien und Demut zeigen, sag ich dir mal nur. Ganz vergessen. Hier wird nicht gekniet. Mm-mm. Dafür werde ich euch vierteilen lassen. Wenn du das sagst. Euch wird sie auch holen. Ich weiß nicht, welche Dunkelheit euren Geist benebelt hat, Schwester. Aber sie wird unser Volk nicht länger quälen. Warte, kann ich ihre Leiche in einer Glocke fangen? Mal ausprobieren. Nö. Verstorbener Sturm, sagen Soldaten. Also wir müssen hier so eine Soldaten umbringen und dann mit der Glocke ihre Seelen einfangen. Ach, guck mal, jetzt haben wir Geld bekommen. Lauft zu euren Familien! Wir kümmern uns um den Rest. Versenkt meine Knochen im Meer. Düdelü, düdelü. Und drauf da. Und Glocke. Ah. Asche zu Asche. Jetzt klappt das hier. Befreiung erstmal. Ihr seid frei, Brüder und Schwestern. Fort mit euch. Eure Arbeit hier ist getan. Halte den Kurs. Halte den Kurs. So, hier ist noch ein Sturm. Sang soll Loyalist. Scheiße. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wir müssen 12 Leute mit so einer Glocke einfangen. Das dauert aber noch so eine Zeit, bis wir so weit sind. Das kann noch ein bisschen dauern. Die Glocke. Die Strömung wird euch tragen. Hier ist es nicht sicher. Die Gegend hier ist nicht sicher. Aber jetzt trägt die ganze Zeit seinen Bruder in den Armen. Ist das nicht ein bisschen verstörend? Hätte er den nicht irgendwie... Soll das, dass wir erstmal zum Ziel gehen? Was müssen wir hier machen? Achso, hier gibt's den Mantel, okay. Möge die Gezeitenmutter euer verderbtes Fleisch leuchten. Euer verderbtes Fleisch muss geläutert werden. So, da kommt gleich die nächste Seele für unsere Glocke. Glocke. Möge die Tiefe eurer Müde. Was ist denn hier los? Ich kann hier nicht stehen, ohne dass hier nicht dauernd irgendeine Dödel angelatscht kommt und meint, jetzt hau ich dir auf die Fresse. Oh, das klappt hier so nicht. So, die Glocke läuten. Ding dong, ding dong, ding dong. Euer kühler Geist ewig ruhen. Das ist der Plan. Der kühle Geist muss ewig ruhen. Die Glocke läuten. Ebbe und Flut vernimmt die Klagen dieses Der Horn kräht. Der Horn kräht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen uns mal ein muckeliges Plätzchen suchen. Hier hinten ist doch schön. Aber ich muss noch looten.
So, ihr Lieben, ihr hört den Horn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann jetzt hier so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.